Am Start heute Nacht, sage und schreibe, 11 Jahre alt, Deborah, hallo. 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 Sag mal, gleich, jetzt muss ich gleich fragen, ich habe gerade ein sehr nettes Fax bekommen von zwei Marla-Mädchen, einer Ilona, die ist 41 und Deborah, die ist 11. Bist du das? Ja. Bist du das wirklich? Ja. Das ist ja ein Ding. Ich wollte dieses Fax eigentlich vorlesen, jetzt musst du aber sagen, was auf dem Fax draufsteht. Ja, also wir sind beide Fans von dir. Und ist das deine Mutti? Ja. Ja. Und ich wollte dir einen Blondinenwitz erzählen. Ein Blondinenwitz? Ja. Du hast die Bühne, bitte sehr. Also warum klaut eine Blondine Aldi? Ist doch ganz klar, weil es da billiger ist. Das ist wunderbar. Warum klauen Blondinen im Aldi? Weil es dort billiger ist. Sehr schön. Woher habt ihr den Witz? Oh, von der Harald-Schmidt-Show. Von der Harald-Schmidt-Show? Ja. Abgeguckt. Das habe ich jetzt überhört. Nicht selbst ausgedacht. Nein. Nein. Deborah, aber deshalb hast du nicht nur angerufen, nein, oder? Nein. Du hast auch noch ein Thema. Ja, also Thema, ich habe keinen Kontakt zu meiner Schwester, also der ist abgebrochen. Wie alt ist deine Schwester? 21. Aha. Und warum ist der Kontakt abgebrochen? Weil sie so einen doofen Freund hat und so eine doofe Schwiegermutter. Und so eine doofe Schwiegermutter. Ja. Wo wohnt deine Schwester denn? Auch in Mal. Aber nicht bei euch mehr zu Hause? Nein. Nee. Und was ist so doof an dem Freund und an der Schwiegermutter? Er erlaubt, also meine Schwester und der Freund von ihr, der Freund erlaubt ihr nichts. Und die erlauben auch nicht, dass du mit ihr irgendwas zusammen machst? Ja. Och. Ich darf noch niemals zu meiner Wohnung kommen, meine Eltern dürfen nicht in die Wohnung kommen. Also deine Mutti auch nicht, die Nein. Ilona? Nein. Das ist ja ein Ding. Also heute Morgen war sie auch hier, 5 Minuten und regt uns immer auf. Ja. Echt, das ist ja doof. Wie lange geht das schon so? Seit Mai oder März, glaube ich, ja. Haben wir die rausgeschmissen, weil sie die zweite Lehre angefangen hat und sie auch geschmissen hat. Ja, und habt ihr sie rausgeschmissen? Ja. Zu Hause bei euch? Ja. Nach dem Motto, so geht's nicht mehr? Ja. Gab es denn da auch noch Streit wegen anderer Sachen? Ja. Weswegen? Also, dass sie zum Beispiel, Mama wusste nicht, dass der auf einmal hier schläft und sowas. Der Typ von ihr? Ja. Aha. Und das wollte deine Mutti nicht so gerne? Nein. Und das hat sie aber trotzdem gemacht? Ja. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen und dann habt ihr gesagt, es langt, raus aus der Bude. Ja. Ja. Naja, da ist natürlich das Verhältnis schon ziemlich angespannt, sage ich mal, ne? Kann es denn sein, dass auch deine Schwester gar keinen großen Kontakt mehr haben möchte zu dir und zu deiner Mutter? Ja, weil meine Mutter sich auch öfter mit ihr streitet. Also kann durchaus deine Schwester auch Schuld daran haben, dass da jetzt Sendepause ist. Gar nicht mal nur die Schwiegermutter und der Freund. Und sie hat jetzt seit Mai bis jetzt 4 Jobs hingeschmissen. 4 Jobs? Glaube ich. Das ist nicht gut, ne? Hm. Würdest du denn gerne Kontakt mit der Schwester haben? Ja. Ja? Gerne. Also, du bist gar nicht so sehr sauer auf sie. Nein. Also Ostern hatte sie Geburtstag. Ja. Genau. Und ich wollte bei ihrer Schwiegermutter anrufen. Und sie meint, sie wünschte keinen Kontakt mehr. Und obwohl die Sarah noch Kontakt wünschte. Aha. Und ich durfte ihr nicht gratulieren. Das war genau auf Ostern. Das ist harter Tobak. Hast du ihr denn dann mal versucht, irgendwie zu schreiben zum Beispiel? Oder mal irgendwie doch noch mal näher an sie ranzukommen? Ja, besuchen, aber sie schmeißt mich aus der Tür raus. Sie, also der Freund, also und sie auch manchmal. Sie auch, also sie kriegt das schon mit, dass man da nicht so an sie ran dich lässt. Was macht man da? Was meint deine Mutter denn? Ja, die ist fertig mit den Nerven. Ja. Ich auch. Du auch. Also mein Vater ist halt nicht der richtige Vater, also ist ein, ich bin das Kind aus der zweiten Ehe. Ja. Und der hält sich da raus aus dem Streit? Ja, der hilft zwar auch mit, der redet mit ihr ganz freundlich und die will immer weiter streiten. Ja, wäre eine Möglichkeit, dass dein Vater da quasi als Vermittler auftritt? Dass der noch mal ganz ruhig mit ihr spricht und sagt, hier, die Deborah möchte doch sehr gerne und so weiter. Dass man da so ein bisschen die Wogen glättet. Also meine Mutter, die möchte das ja auch, also auch Kontakt haben. Aber der Freund ist so doof, deshalb. Wir wünschen gerne Kontakt. Wir würden uns gerne so einen Kontakt nehmen. Ja, also dann würde ich ja doch noch mal alle Mittel ansetzen, deine Schwester zu überzeugen. Über den Vater. Vielleicht doch noch mal einen sehr netten Brief schreiben. Wir haben also mal angerufen bei ihrem Freund und
wollten wir uns wieder versöhnen. Aha. Und er meint, ne, wir sind schon keinen Kontakt. Ja, ich würde auch gar nicht versuchen, da mit dem Freund groß zu reden. Ja. Direkt an die Schwester ran. Vielleicht einen wirklich sehr langen, netten Brief, den ihr beide zusammen schreibt, deine Mutti und du. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und dann muss man weiter gucken. Ja? Versucht's doch mal. Okay, ich wollte fragen, also, was wir da machen könnten. Nur den Brief? Ja, erstmal ja, wenn sie sich gar nicht da groß am Telefon mit euch verbinden lässt und dich rausschmeißt, wenn du hingehst. Dann würde ich es über den Brief mal versuchen. Und vielleicht auch nochmal über den Vater, dass der da ein bisschen Kontakt macht. Ja? Okay. Deborah, dann grüße herzlich deine Mutti. Die guckt wahrscheinlich jetzt zu oder hört uns zu. Nee, die ist in der Küche. Die ist in der Küche. Ihr beiden. Und du, wann, wie bist du immer so? Schönen Gruß von meiner Mutter. Danke, danke, danke. Und zwei Küsschen auf der Backen. Zwei Küsschen. Einen von dir und einen von der Mutti. Ja. Sag mal, darfst du öfters diese Sendung verfolgen? Was? Darfst du öfters diese Sendung sehen oder hören? Ja, wenn ich keine Schule habe. Also. Jetzt sind ja Ferien, ne? Ja. Das ist ja schön. Mutti und Tochter gucken die Sendung. Und wir sind große Fans von dir. Das ist toll. Freue ich mich sehr. Und ihr kriegt auch ein Autogramm. Ja. Alles ganz, cool. Ist schon eingetütet. Ja? Ihr Lieben, bis denn. Ja. Und viel Glück mit deiner Schwester. Ja, danke, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao.